Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Grounded. Du wolltest gerade Conan sagen, gib's zu. Nee. Da wolltest du. Wir sind schon weit gekommen. Ja. Autsch. Ja, wir befassen uns mit der Folge. Diese Folge befassen wir uns mit Treppenbauen. Treppe, 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 Treppe. Ich frage mich, wie, ob das überhaupt so funktioniert, wie wir bauen. Ob da nicht irgendwann mal alles einkracht. Das werden wir erleben. Bis jetzt hält es. Ich mache jetzt mal was. Hier oben ist ja auch so ein bisschen Gras. Achtung, du haust von oben alles runter, ja? Ja, und dann schmeiß ich's dir runter. Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Ja. Dann suche ich noch mal Stängel. Ja. Weil die waren definitiv oben nicht, oder? Ich habe noch keine gesehen. Aber ich habe mich auch noch nicht so genau hier umgeschaut, muss ich gestehen. Nee, ich glaube, ich habe da auch nur Grashalme gesehen. Ah, da hinten beim Arschlochkäfer. Der auf mich zukommt. Nee, da will ich nicht hin. So, jetzt muss ich nur erstmal eine schöne Ecke finden, wo ich das super runterwerfen kann. Na, hier vielleicht nicht, weil Dabner das direkt im Wasser. Oder ich gehe erstmal zu Hause und hole mir was Zeug zum Reparieren. Ja. Ich glaub, hier sieht es doch gut aus. Klingt nach einem Plan. Ich hole mal unsere Bestände. Oh, sieht das schön aus. Wenn es runterfällt, ja. Ja. Oh, hier sind ja auch noch die, die ich mitgenommen hatte. Die kann ich auch noch einsammeln. Perfekt. Ah, wir sind um die Ecke von den... Von den Spinnen. Die Spinnen auf Speed, oder wie ich sie genannt habe. Wolfsspinnen. Aber ja, das sind die Spinnen auf Speed. Nicht elegant, aber cool. Eventuell effektiv. Oh, aber das könnte Unkraut sein, eventuell, dass ich umhacken kann mit meiner super Insektenaxt. Mal hingehen können. Ach ja, die brauche ich auch nochmal. Dafür brauchten wir doch noch irgendwas. Marienkäferkopf oder sowas, ne? Oh ne, schade. Ist kein Unkraut, das ich umhaben kann. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber nein, hier oben ist tatsächlich kein Löwenzahn. Hier ist ein gut gepflegtes Beet. Also wenn du Unkrautstängel mitbringen kannst. Ja, müssen wir halt für die Unkrautstängel immer ganz schön zurücklaufen. Ich mähe hier jetzt erstmal oben das Gras ein bisschen. Mach das. Da freut sich der Gärtner. Meine Laus, geh weg, du Ameise. Auf dir selber eine. Wenn ich bei der Basis bin, brauchst du noch irgendwas. Also wenn du irgendwie Wasser mit, also irgendwas zu trinken mitbringen kannst, das wäre schon... Oha! Geht's ja steil runter. Ich kann nicht einfach so trinken mitnehmen. Ja, wir haben auf jeden Fall noch einen Trinkschlauch, den könntest du auffüllen. Erstmal hänge ich das Essen auf, was ich gerade gejagt habe. Das ist auch gut.
Ein Trinkschlauch. Ah, ich hab ihn. Ich schaue ja oben auch gleich nochmal nach dem Trinken. Irgendwie kann ich nur eine meine Leiste ziehen. Und der nimmt immer den, der voll ist. Ist er doof. Geh mal weg, Alter. Pack ich ihn in die Kiste. Jetzt ist er leer. Schöpfen, schöpfen. Da bist du ja irgendwann ganz schön erschöpft, wenn du so viel schöpfst. Witzig. Sehr amüsant. Nicht witzig. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Pardon. In welche Kiste habe ich jetzt mein Getränk? Ach, da. Oh, hier sind aber viele Spinneneier. Soll ich vielleicht hier noch ein paar Pusteblumen mitnehmen? Meinst du Unkrautstängel? Gesundheit. Also Unkrautstängel kannst du gerne welche mitbringen. Das weiß ich. Das habe ich nicht gefragt. Damit du von oben leichter runterspringen kannst. Ach, Quatsch. Nee, dann lass ich sie weg zu Hause. Unkrautstängel bringe ich gleich mit. Ich gucke erstmal bei uns an der Basis, da gibt es bestimmt noch irgendwie wieder ein Unkrautding. Ja. Und immer gucken, dass hier auch ja kein Arschlochkäfer ist. Timber. Oh ja, lass es am Arsch der Welt fallen. Passt noch durch den Zaun durch hier. Mir fällt gerade auf, die halbe Sicht ist ja weg. Ach, geh weg, du doofes Spinnling. Ups. Oh, die schläft, das ist gut. Schlafende Spinnen sind mir die liebsten. So, da ist das Analyselabor. Das heißt, hier ist auch irgendwo die Saftschüttel getropft. Da sind auch ganz viele Larven. Hm. Die finde ich echt nervig, die Larven. Ja, die Trinktüte habe ich nicht gefunden, die runtertropft. Ich wollte mir ein bisschen was zu trinken holen. Ja, Tau, da ist irgendwie nicht so viel mit Tautropfen in der Ecke. Ja, ich bin hier jetzt extra nochmal bei dem Analyselabor hinten hingelaufen, weil da irgendwo
oben auf dem Dings ja so eine Safttüte war. Da dachte ich, trinke ich von der was einfach. Nicht richtig. Ah, jetzt sind die Arschlochkäfer wieder da. Ah, da ist ein Dings. Löwenzahn. Du Löwenzahn. Löwenzahn, dich hacke ich jetzt um. Und voll in den See, das finde ich nicht gut. Das finde ich eher. Nee, im Wasser dumm. Kannst du nicht hoch nehmen, ne? Ja. Na, ich krieg leider nur ein, zwei Stängel, weil der natürlich voll ins Wasser gefallen ist, der Dumme. Ich hier irgendwie auf den. Oder falsch gehackt. Nein, der hing wirklich schon so halb überm Dings. Aber da ist noch ein Löwenzahn. Scheiß Verein. Ach, ich habe ja Tee. Ich habe meinen schon ausgetrunken. Ach nee, warte, mit dem Löwenzahnhacken warte ich lieber. Damit ich den auch wiederfinde. Wenn ich den ziemlich umhacke, weiß ich nicht mehr, wo der war. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass so eine Brücke darüber überhaupt nicht schlecht wäre, weil ich jetzt einen riesen Umweg um diesen scheiß Tümpel machen muss. Tja, das, was ich mitgenommen habe, ging für den Pautropfensammler drauf. Aber dann haben wir hier wenigstens was zu trinken. Wir brauchen mal dafür noch. Okay. Seitenprojekt. Also Essen gibt's ja echt gut. Ja, also da in der Nähe der Mauer müsste auch ganz viel Gras liegen. Oh, Spinneier. Da geht's auch zu so einem abgestürzten Labor. Da waren wir ja schon. Ja, ja. Hä? So. Nee, ich brauche ein bisschen mehr. Oh, dieser Klee regt mich auf. Diesen Klee hier hacke ich gleich mal ab. Der regt mich so auf. Perfekto. Alter, was zickt das hier rum? Na Mist. So das dumpfe Gefühl, es wird schon wieder dunkel. Es ist aber erst 15 Uhr. Ich hab ja nur das dumpfe Gefühl. Bei mir ist es irgendwie gerade so ein bisschen buggy. Weil das, was ich umhacke, bleibt grafisch betrachtet stehen.
Oh. Hm. Wo ist denn? Aber ich kann trotzdem die Sachen einsammeln und auch was bauen. Wo hast du das ganze Gras runtergeschmissen? Na, Wand. Ah, da hinten irgendwo. Okay. Nein! Oh, ich dreh hier gleich durch! Mal runter. Das ist so buggy, da kann ich nicht runterkommen. Das Spiel ist noch in der Early Access Phase. Ich weiß. Und ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es Early Access ist, sieht es nicht so scheiße aus wie andere Early Access Games, die wir mal gespielt haben. Und es, ja, ein bisschen buggy, aber man kann es eigentlich gut spielen. Das stimmt schon. Auch da hatten wir schon andere Spiele, wo gar nichts ging oder man sehr viele Abstürze hatte. Das stimmt auch. Es gibt hier ein paar Fehler, aber man kann damit wunderbar leben. Finde ich zumindest. Ja, ich muss jetzt gleich mal rüberkommen zu dir, weil ich habe nichts mehr zu trinken und es ist noch keine Tautropfenzeit. Ah, das ist meine Brücke. Mathilde Sumpfbrücke. Worüber lachst du? Naja, wir müssen, glaube ich, langsam anfangen, mal nach links oder so hochzubauen. Weil wir bauen gerade drunter. Boah, ich wollte eigentlich erstmal bis zur Wand und dann kann man von da wieder so zur Seite weggehen. Ja, okay, das sieht bestimmt cool aus. Machen wir so. Komm ja schneller voran, als ich dachte. So, ich muss erstmal wieder auf Stängelsuche gehen. Ich weiß, das nächste, was da kommt, sind zwar Grashalme, aber ich habe da die Stängel verbraucht. Ja, alles gut. Ich habe hier gerade so ein kleines, unnötiges Nebenprojekt. Willst du mir von deinem Nebenprojekt erzählen, weil ich sehe es nicht. Ich baue eine Brücke, damit man mit Baumaterial leichter über den See kommt. Mhm. Du hast die kürzeste Stelle vom See genommen oder die längste? Ich habe versucht, eine kurze zu wählen, aber ich glaube, ich hätte das anders machen sollen. Und ich muss jetzt ganz dringend kommen, weil ich muss was essen und was trinken. So. Sollte alles da sein. Sehr gut. Diese Spinnen, diese Spinnen. Scheißklee! Die Spinnen auf Speed, waren die Nacht oder tags aktiv? Nacht. Oh, da ist ein Trautropfen, meiner. Gut, dann beeile ich mich. Noch ist ja keine Nacht.
Ah, selbe Problem. Immer hängt das hier an diesen scheiß Grashalm fest. Hm. So, ich wollte jetzt hier nochmal ein bisschen Saft mitnehmen. Hier ist ja so ein schöner Baum, der wird ja wohl Saft geben. Ja, aber der da hinten. Weil ich will meine Brücke auch beleuchten. Du weißt, dass wir schon ein großes Mammutprojekt haben. Du bist ja wieder Start. Ja. Nein, du. Ich will halt nur, dass wir leichter über den See kommen. Hm. Damit wir unser Mammutprojekt besser durchziehen können. Weil wenn wir ja Baumaterial haben, können wir ja nicht schwimmen. Du verstehst? Ja, ja. Ich verstehe. Gut. Also wird das so ein Projekt wie der BER, ja? Nein, es wird ein Projekt wie kannst du dich noch an meine Brücke bei 7 Days erinnern? Ach du Scheiße. Wo du quer durchs halbe Land gezogen hast? Nee, das war, sollte ja der Highway werden. Ah, jetzt habe ich keinen Saft gefunden. Kein Saft? Kein Saft. Nee, die Brücke war ja über den Fluss bei 7 Days. Sie war sehr praktisch. Sie hat nur sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, gefühlt 50 Folgen. Schatz, wir hatten nur 98 Folgen. Gefühlt waren es 500. Das mag stimmen. Ist halt gerade nur ein bisschen nervig, dass es bei mir buggy ist, weil ich sehe nicht, welche Grashalme ich schon abgekloppt habe, weil die, die nicht mehr stehen, stehen noch. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber es fällt trotzdem Loot runter? Ja, ja. Das ist ja geil. Aber ich kann die halt nicht erneut umhacken. Nee, ist richtig. Och Mensch, da wird's ja schon wieder dunkel. Ja, aber ich glaube, diese Brücke wird nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wie die bei 7 Days. Hm. Not bad. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Ja. Aber mir hatte der Brückenbau schon Spaß gemacht bei 7 Days. Ich hatte ja folgenlang, hatte ich ja mal. Da war so ein. Na, wie nennt man das? So ein Landarm? Und den habe ich ja durch Buddelei habe ich den ja abgetrennt. Stimmt. Sodass die Zombies durchs Wasser kommen mussten. Was hat nicht so richtig funktioniert, weil sie erst gefühlt so an Land gespawnt sind, diese Schweinebande. Das war ein bisschen unfair. Ist halt ein unfaires Spiel. Nein. 7 Days hat schon Spaß gemacht. Ja, doch, eigentlich ist es unfair, weil die kommen ja unendlich. Und die werden ja immer schwieriger. Also eigentlich weiß man von Anfang an, dass man keine Chance hat. Die Frage ist halt nicht, wie lange man ob man überlebt, sondern wie lange man überlebt. Ja, wir haben lange überlebt. Ja. Wobei, die letzte Nacht war schon ziemlich hart. Ja, hat aber auch dann gereicht. Ja. Und ich glaube, die Folgen waren noch stündliche Folgen, glaube ich, ne? Nee, ich glaube nicht. Auch das schon war kürzer? Eine Stunde. Okay.
Wir haben die auch teilweise kürzer gemacht. Wir haben nicht immer eine ganze Stunde gespielt, nein. Ja, ist halt eng bewachsen, ne? Ja, es würde mich auch nicht stören, weil ich würde den ja einfach abhacken, dann ist er aus dem Weg. Aber da habe ich eben dieses kleine Grafikproblem. Nice and clean. Ich hoffe, dass jetzt, während wir das jetzt hier bauen, nicht irgendwann noch ein Update rauskommt und die Physik angepasst wird. So dass danach, wir bauen die Treppe ganz hoch, weißt du, fertig, und dann wird, gibt's ein Patch und danach ist die Treppe, ja, fällt sie in sich zusammen. Und dann schiebt sie einfach rein, ja. Alter, ich kann ja nicht langlaufen. So, geht doch. Arschlöcher. Eins weiß ich glaube, wenn man von oben runterfällt, ist man tot. Möglich ist das. So langsam könnten hier mal Tautropfen entstehen. Ja. Bei uns an der Basis ist bisher auch noch nicht viel entstanden. Mist, wir haben kein Gras mehr. Dann muss ich mal nach oben und Gras hacken. Mist, meine Fackel ist gleich kaputt. Ich habe gerade eine Fackel erst angefangen. Ich habe noch eine ganze volle Fackel. Dafür braucht man Saft oder so, ne? Ja, unter anderem. Saft. Dann mache ich mal aus. Jetzt grase ich auch im Dunkeln. Und ich sag's wieder, eine Kettensäge hätte ich echt gerne in diesem Spiel. Oh, Tautropfen, Tautropfen, Tautropfen. Lass mich durch, da ist ein Tautropfen. Ist das Tautropfen? Ja, Tautropfen. Ja. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Oh. Böser Tautropfen. Ist einfach ins Wasser gekullert. Meine Brücke. Und mein Brückenprojekt. Bin ich jetzt blöd? Wo ist mein Brückenprojekt hin? Ja. Hä? Heinrich, ich finde mein Brückenprojekt auf einmal nicht mehr. Jetzt hätte man einen Marker hingestellt. Deswegen wollte ich da ja Lampen aufstellen. Da ist mein Brückenprojekt. Wollen wir erst mal gucken, von wo du es immer runtergeworfen hast.
Ach, hier ist einfach gut und weg damit. Das Wasser? Ja, scheiße. So, jetzt komme ich gleich erstmal wieder rübergelaufen. Ich brauche was zu trinken. Das Runterwerfen macht... Ist das Wasser? Ich glaube nicht. Das Runterwerfen macht ja Spaß. Die Brücke ist auch schon fast fertig. Haha. Voll gut. Oh. Treppe hat sich ja auch schon gemacht. Scheiße, das ist doch Wasser. Ich sehe es von hier oben nicht. Fuck. Das war doch Wasser. Ich schmeiße es in Wasser rein. Ah, da sind die noch nicht da. Ist besser. Oh, da fahre ich ja wieder runter. Oh. Das war die Fackel. Ja, auch für Kinderlieder zu summen. Weil das nicht unser Publikum ist. Also, Publikum, was wir hier haben, ist erwachsen. Mag keine Kinderlieder. Ich weiß. Haben wir schon mal erzählt, dass ich bei den Kinderliedern ein bisschen erschrocken war? Inwiefern? Dass da so... also einige von den Kinderliedern kannte ich eher als Sauflieder und war erschrocken. Ja, dann kannst du dir mal überlegen, in welchem geistigen Zustand sich Besoffene befinden. Ja. Ist klar. Ja! Möchtest du wissen, ob dein Lied bei Besoffenen funktioniert? Probier's bei einem zweijährigen Kind aus. Ja! Ich finde schon wieder nicht meine Brücke, Manu. Und dieser scheiß Klee regt mich auf. Heinrich, wieso ist hier so viel Klee? Dann schreib den Entwicklern eine Nachricht, dass du... was? Haucherlunge, okay. Raucherlunge? Nee, Haucher stand da. Haucher? Keine Ahnung, was er sein soll. Wenn ich jetzt keinen Boden mehr bauen, egal. Meine Dings ist fertig. Eine Brücke. Super, auch mit Marker? Noch nicht. Weil sonst findest du sie nicht wieder und kannst mir nicht zeigen. Ich stelle noch ein paar Leuchten auf der Brücke. Und einen Marker mache ich hier dann auch hin. Close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Ich lasse den Sprössling noch. Und noch ein Sprössling. Oh, ich muss was essen.
Das wollte ich schließen. Sprösslinge. Welches Zeichen nehme ich denn da mal für? Was hast du denn zur Auswahl? Warte mal, ich muss mal bei dir gucken. Für eine Brücke. Ausrufezeichen? Nee, Ausrufezeichen ist so Achtung. B Kreuz? Für B für Brücke. Okay, welche Farbe? Was? Grün? Ja. Keine Signalfarbe dafür. Also keine Rot, dass wir denken, das ist. Bei Ausrufezeichen ist für mich immer so Achtung. Okay. Da ist was. Zum Beispiel ein Arschlochkäfer. Achtung, Arschlochkäfer! Guck mal, ob ich jetzt hier einen Grashalm finde mit Wasser. Ich glaube, ich habe einen gesehen. Ich glaube, einen Stur. Schon wieder weg. Oh. Haben die Spinnen getrunken bestimmt. Ich habe hier vorhin einen gesehen. So eine bösen Spinnen. Ich könnte noch Saft für meine Brückenbeleuchtung brauchen. Oder für Fackeln. Oder für Fackeln. Scheiße. Nichts zu trinken hier. Das ist ja doof. Scheiß Verein. Boah, das ist voll die Himmelstreppe. Voll geil. Ja. Naja, ich warte bis zum Morgen. Vielleicht kommen hier, spawnen hier noch welche. Ich hack nochmal eine Runde Holz. Mach das. Aber du kannst da unten schon wieder Grashalme abholen, wenn du willst. Ja, ich wollte eher nochmal Unkrautstängel holen. Eine Runde. Kannst du auch machen. Da kann ich ja jetzt über meine Brücke laufen. Wenn du sie findest. Ich habe sie ja jetzt markiert. Oh, ich sehe, sie ist 153 Meter von mir entfernt. Zentimeter. Ah ja, Zentimeter. Auf jeden Fall noch irgendwo ein Dingenskirchen. Wie hieß das noch gleich? Löwenzahn. Da. Als verschwindet der Mond, ich sehe kaum noch was. Also bei mir ist gerade total verbuggt. Ich kann jetzt gerade meine Sachen überhaupt nicht rausholen. Also hier meine Echse und so. Ich würde mich, glaube ich, einmal aus- und dann wieder einloggen. In Hoffnung, dass das dann besser ist. Okay. Ansonsten machen wir einen Break. Ich trete jetzt gerade schon wieder dem Spiel bei. Ja, ich bin durstig, ich weiß. So. Das runterwerfen und macht ja Spaß. Warum sortiert der eigentlich immer mein Zeug um? Ich weiß, das kann man irgendwie fixieren, was hier auf welcher Taste ist. Trotzdem.
So, was wollte ich machen? Ich wollte jetzt hier den da umhauen. Und es klappt immer noch nicht, deswegen habe ich jetzt keinen Bock mehr und ich würde sagen, weg. Aber willst du dir vorher noch meine Brücke anschauen? Ja, ist alles dunkel hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Ausgang ohne Licht finde. Soll ich sonst in deine Richtung kommen? Ja, komm mal in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen kann. Da war der Ausgang beleuchtet. Der Bunker. Ausgang. Hallo Bunker. Da, ich sehe ihn doch. Ich komme runter. Ja, ist wirklich beleuchtet. Zwar mit dunkelblauem Licht, aber man sieht es im Dunkeln. Oh, liegt ein bisschen Gras. Oh ja, im See liegt auch noch ein bisschen Gras. Ich weiß. Aber damit kann ich gleich was mitnehmen. Ist der Weg nicht so umsonst. Wenn wir da schon in die Richtung gehen. Das stimmt. Ich finde die Himmelstreppe irgendwie ziemlich cool. Ja, wir sind bald dran. Dein Zeug reicht wahrscheinlich schon, ne? Jetzt müssen wir langsam. Ah, ein geht noch. Gut. Man kann bei hier dann wieder in die andere Richtung weitergehen. Oder man muss einmal erstmal um den, einmal drumherum, so eine Treppe. Können wir auch machen. Und dann einen hoch. Wollen wir es machen? Ja, warum nicht? Ich meine, wir können das ja durchaus so ein bisschen elegant machen, ne? Und das ist ja nicht. Chewy, but not bad. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Du wolltest mir eine Brücke noch zeigen. Achso, ja, komm mit. Warte, ich will erst eine ganze Scheiße runterschmeißen. Hast du zufällig Saft dabei? Warte mal, davon kann ich glaube ich auch noch was abwerfen. Ich habe keinen Saft. Schade. Da, wo ich war, gab es keinen Saft. Ah, ich glaube in der nächsten... Warum nimmst du den Stängel mit? Hä, habe ich schon... Oh, deswegen hat mein Zeug nicht geklappt. Es ist ja klar, dass ich mein Hackezeug nicht benutzen kann, wenn ich noch einen Stängel in der Hand habe. Kriege ich das schriftlich? Aber der wurde mir aber nicht angezeigt. Kriege ich das schriftlich? Also ich habe nicht gesehen, dass ich noch was trage. So. Hier. Hä? Ach so. Das ist ja halb im Wasser. Ja, das sieht voll cool aus. Aber damit man die halt besser sieht, wollte ich hier noch Beleuchtung anbringen. Und dafür brauche ich Saft. Ja. Hier gibt's doch um die Ecke. Gab's das einen gekippten. Ah. Hier ist der Turtle. Guck mal, hier ist überall was zu essen drauf. Was zu essen? Oh. Die lieben den Turtle wahrscheinlich, ja. Drei waren's. Ich habe einen getötet. Er ist nicht der Turtle, aber. Ich weiß wieder den Namen nicht. Aber das hatten wir ja vor ein, zwei Folgen, das Thema. Ja. Battle Turtle, irgendwie sowas. Battle. Ich hab keine Ahnung. Battle Toad oder so. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Oh, da ist noch ein bisschen Käfer. Und hier ist noch. Eine Laus. Cool. So, da hinten bei der Spinne, wo wir die Falle gebaut haben, da
Was brauchst du nochmal? Entschuldigung. Saft. Genau, da gab es diesen umgestürzten Baum und da gibt's Saft. Genau, aber das Ding ist halt, dass ich tatsächlich hier auch schon so viel Saft gesehen hatte. Irgendwie. Deswegen irritiert mich das, dass ich dann an... Hier sind ja auch so ganz viele Holzstämme, wo man meinen müsste, da ist Saft. Aber als ich da langgelaufen bin, war da kein Saft. So. Oh, der Vogel ist an der Tränke. Ist ja auch eine Vogeltränke. Naja, ich glaube, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ob er gegen den kämpfen kann, das ist der Endboss. Der Vogel. Keine Ahnung, aber ich freue mich drauf, wenn unsere... Ob der scheißt? Alter, wenn der kacken würde, ne? Wow. Das wäre voll der Riesenscheißhaufen. Der bombardiert uns ja, ey. Nee. Ein Bombardiervogel. Ach ja, ich wollte noch was auf den Na gut, schmeißen. Dann liken und so nicht vergessen und bleibt gesund, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschüss.